Was ist bei der Gestaltung eines Fragebogens zu beachten, lautet die Prüfungsfrage. Und wir sind, man kann sagen, wir sind in der Marketingforschung. Und zwar gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Wir sind genau gesagt in der Primärforschung, wo man also Daten ursprünglich erhebt und nicht bestehende Daten auswertet, sondern Primärforschung bedeutet Selbsterhebung. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel die der schriftlichen Befragung. Und damit sind wir beim Fragebogen. Was müssen wir beachten, wenn wir den Fragebogen gestalten? Wir müssen achten auf Verständlichkeit. In der Regel ist ja dann der Interviewer nicht da, im Gegensatz zur mündlichen Befragung, wo der Interviewer auch immer erklärend eingreifen kann, wenn der Befragte eine Frage nicht versteht. Aber bei der schriftlichen Befragung ist das nicht gegeben. Deswegen ist Verständlichkeit extrem wichtig. Dann die Akzeptanz. Die Akzeptanz bezieht sich auf die Befragung an sich. Ja, Befragung an sich. Wir müssen also den Fragebogen so gestalten, dass er akzeptiert wird. Dann bezieht sich die Akzeptanz aber auch auf die Dauer, ja, und auf die Art der Fragen, beziehungsweise man kann auch sagen, Inhalt der Fragen. Ja, es gibt Fragen, da sagt der Befragte, das geht euch nichts an. Na, dann wird der Fragebogen nicht akzeptiert. Ja, auch die, was man so sagt, der erste visuelle Eindruck, was die Marketingleute die Anmutung nennen, na, die muss zu Akzeptanz führen, wenn der Fragebogen zum Beispiel eine zu kleine Schrift hat. Na, also Akzeptanz bezieht sich zum Beispiel auch auf Schriftbild. Ja, die Schrift muss groß genug sein, vor allem wenn die Zielgruppe ältere Menschen ist, na, dann sagen die, ich kann das ohne Brille gar nicht lesen. Und ehe die dann ihre Brille holen, haben die den Fragebogen weggeschmissen. Na, also das Akzeptanz ist ein großes Wort. Da muss man also sehr stark drauf achten. So, dann kommt die Wirtschaftlichkeit. Die Wirtschaftlichkeit bedeutet vor allem in diesem Zusammenhang Messbarkeit. Ja, man sollte auch bei der Art der Fragen darauf achten, dass man die Ergebnisse irgendwie dann doch messen kann. Sie wissen, der alte betriebswirtschaftliche Spruch ist, wenn du es nicht messen kannst, musst du es messbar machen. Ja, wie kann man das machen? Man kann zum Beispiel sogenannte Skalierungsfragen stellen. Ne? Wie zufrieden sind Sie im Moment mit X? Und zwar auf einer Skala von, was weiß ich, 0 oder 1, sehr, sehr unzufrieden bis 10 hoch zufrieden. Ne, so könnte man das machen, da hat man Messbarkeit. Wirtschaftlichkeit also meint hier die Messbarkeit vor allem. Dann die Auswertbarkeit, und das ist im Grunde ein sehr ähnlicher Gedanke. Man muss also den Fragebogen relativ schnell auswerten können. Ja, wenn Sie, sagen wir mal, 500 Leute, wenn Sie wirklich 500 Leute erfolgreich befragen, Sie haben also 500 als Rücklauf. Ja, dafür müssen Sie eine erheblich größere Menge befragen, beziehungsweise Fragebögen ausschicken. Aber nehmen wir an, Sie haben einen Rücklauf von 500. Und da hat dann jeder seine Lebensgeschichte geschrieben, dann sind Sie völlig überfordert, was die Auswertbarkeit angeht. Ja, also bei der Auswertbarkeit müssen wir in gewisser Weise auf Standardisierung achten, ja, damit das vom Zeitaufwand her nicht unzumutbar wird. Und ja, das ist es eigentlich im Prinzip. Vielleicht könnte man hier bei Verständlichkeit noch was ergänzen, zum Beispiel die Sprache, die Formulierung. Formulierungen. Ja, mit Sprache meine ich, ist das eine wissenschaftliche Hochsprache, die verwendet wird, oder ist das eine einfache Sprache, die auch sozusagen im Volk gesprochen wird? Ne, welche Art von Sprache verwendet man hier? Verwendet man hier die von mir oft so angeprangerte Substantivitis, ja, die zur Verfügungstellung der Außerachtlassung unter Berücksichtigung der Einlassung, ja,
Das ist eine Sprache Substantivitis, also eine substantivierte Sprache, die keiner versteht. Ne? Also das meine ich mit Sprache, mit Formulierung ist ähnlich. Ne? Die Formulierungen, darauf muss man achten. Kurze Sätze und eindeutige Fragen. Ja, so, das noch als Ergänzung. Alles Gute, Marius Ebert. Zu Risiken und Nebenwirkungen falscher Lernmethoden klicken Sie auf den Link unter diesem Video.